Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zum Livestream zu Freediver Triton Down auf der Oculus Quest. Wir spielen das heute auf der Oculus Quest 2. Und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich schaue direkt mal in den Chat, wer denn alles so dabei ist. Der Deco ist dabei, Peter ist dabei, Wolfgang, schön, dass du dabei bist. Seven Talamus ist dabei, Mike Samsam, der Zeliko, Klaus Dieter, Okni, Gräfin Manitou, Jochen, Ben, der Mr. Sir Captain und der Marco. Herzlich willkommen in diesem Livestream. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir gemeinsam jetzt mal uns gemütlich dieses Spiel angucken. Mein First Impression Video ist ein bisschen was her zu Freediver Triton Down und ich habe es auch nie durchgezockt und da dachte ich mir, wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Wahrscheinlich werden wir das Spiel heute in diesem Livestream komplett durchgezockt bekommen, je nachdem, wie doof ich mich gleich anstelle. Wir schauen uns das einfach mal an. Wenn irgendwas mit dem Sound nicht stimmt, irgendwas mit dem Bild nicht stimmt, dann sagt mir Bescheid. Ich habe gerade noch mal einen Test gemacht und weil man auch Höhlen durchtaucht, sage ich mal, ist das Spielbild manchmal ein bisschen dunkel. Deswegen habe ich die Helligkeit ein bisschen höher geschraubt, damit ihr es besser seht. Wenn ihr da sagt, ihr seht wenig oder ne, es ist zu dunkel, es ist zu hell, gebt mir da einfach Bescheid oder ihr hört nicht richtig. Wie immer einfach kurz schreiben. Obligatorisch am Anfang des Livestreams mache ich das immer. Ich bedanke mich erstmal für die Spenden, für die ganzen Spenden in der letzten Woche. Vielen, vielen Dank, Leute. Tatsächlich ist ein Patreon dazugekommen. Ich habe hier im Superchat habe ich Spenden bekommen und via Tippi-Stream. Vielen, vielen Dank. Die Spenden sind für die Zockstube super wichtig und ja, ich kann euch da nur danken. Absoluter Wahnsinn. Danke, danke. Letzter Hinweis, bevor wir starten, wenn ihr auf mehr solcher Livestreams steht, dann ist wie immer in der Videobeschreibung meine Playlist zu den Livestreams verlinkt. Da habt ihr zu allen möglichen Games auf der Oculus Quest mal so eine gemütliche Stunde, zwei, wo wir das zusammen zocken und wo ihr euch einfach mal einen umfangreicheren Eindruck von so einem Game verschaffen könnt, über den ersten Eindruck hinaus. Jetzt werfe ich nochmal den letzten Blick in den Chat und dann starten wir. VR Mainz, herzlich willkommen. Steffen Repu, Super Dexter Murphy, hi, der Michael ist dabei. Und der Patrick, hallöchen. So, und dann starten wir jetzt mal mit Freediver Triton Down. Habt ihr euch das Spiel schon angeschaut? Ist das eine Anwendung, die ihr euch geholt habt, für die ihr euch interessiert? Oder wo ihr jetzt einfach nur gucken wollt, wie ich hier rumstümper? So, erstmal kriegt ihr jetzt mein Bild. Schauen wir mal, ob das... Ja, bis jetzt ist noch nichts schiefgegangen, das ist gut. Sind wir schon über dem Schnitt. So. Und da sind wir im Ladebildschirm. So, jetzt gucke ich mal eben, wie das Bild jetzt aussieht mit den höheren Helligkeitswerten. Schreibt mir da einfach auch in die Kommentare, in den Chat. So. Alles klar, also wir müssen jetzt erst, ich richte uns einmal richtig aus. So, wir müssen jetzt einmal unsere Arme zur Seite nehmen, Trigger drücken, dann kalibriert der unsere Höhe, alles klar. Blub, blub, Archeact. Wir starten ein neues Game. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr noch die Schwierigkeit einstellen. Wir sagen jetzt nicht, dass die wichtigen Objekte schimmern sollen. Swim and Comfort, da habt ihr auch viele, viele Möglichkeiten, da einzustellen. Also auch eine Vignette auf Max zu stellen. Ich probiere es jetzt mal ohne. Ich bin ja relativ hart gesotten, was das angeht. Und weil es bei der Aufnahme eben scheiße aussieht, wenn ihr da so einen Kreis drumherum habt, mache ich jetzt erstmal ohne. Aber ihr habt hier viele Komfortoptionen, dass euch nicht schlecht wird. Wir starten jetzt mal das neue Game. Und ich halte mal die Klappe, denn es beginnt mit Story. Is your name Dr. Lindstrom? We found this key card attached to your sleeve. Oh, I'm... My name's Ren. Ren Tanaka. Dr. Lindstrom. My boss. I'm Yash Lahari. I'm with the Bali Coast Guard. Actually, I work at the front desk, but I speak English, so they... They said you were involved in a shipwreck. Do you remember anything? Were there any other survivors? We didn't find anyone. Can you tell us what happened? According to the transcript of a distress call, your ship is the RSV Triton? Yeah. It's a research vessel. What were you researching? We discovered some archaeological ruins.
in a blue hole off the coast of Indonesia. Okay, also wir waren auf einem Forschungsschiff der RSS Triton, das scheint die da zu sein. Und wir spielen das jetzt nach. Wir kriegen jetzt hier die Chance, das Tutorial zu spielen. Das mache ich jetzt mal, weil ich nicht mehr ganz weiß, wie das funktioniert. Ah, okay, so und dann die Trigger drücken, dann können wir so eine Schwimmbewegung machen. Ah, so können wir uns drehen, wenn man dann nur mit einer Hand, alles da. Okay. Ah, so können wir dann tauchen. Okay, also wir sollen jetzt tauchen. Warte mal, da muss ich mir mal eben die Quest ein bisschen fester schnallen. Ach, guck mal da, da haben wir diesen Schlauch, wo wir entlang müssen. Na komm. Ist das so hell genug? Ist das, wie gesagt, ich habe gerade in der Probeaufnahme hier mal kurz mir das angeguckt. Man hatte im Stream eigentlich vom Boden gar nichts gesehen. Deswegen habe ich das Bild ein bisschen heller gemacht. Nicht, dass das jetzt zu milchig ist oder so. Schreibt mir da gerne mal, wie das aussieht. So, jetzt sind wir hier ordentlich schon getaucht. Da ist eine Sauerstoffflasche, wenn ich mich nicht irre. Ach, guck mal, hier ist unser, das ist unser O2, also unser Sauerstoff. Und jetzt können wir hier an diesen Flaschen immer aufladen. Okay, ist voll. Okay. Und jetzt? Noch weiter. Wir müssen jetzt bestimmt hier der Schnur noch weiter folgen. Machen wir es doch einfach mal. Ich guck gleich zu euch in den Chat. Was können wir da machen? Grip button at the chest. Much better. Thank you. Ah, hier ist eine Taschenlampe, alles klar. Dann können wir uns hier immer die Sachen angucken. Ach, guck mal, da vorne ist was. That is what I wanted to show you. Those ruins predate humanity by millennia. We think it's some kind of door, but two artifacts are missing from the mechanism. So, guck mal hier, das ist wie so eine Art Tür und hier haben wir so ein Schloss, womit wir, also so Teile brauchen wir jetzt wahrscheinlich, für da ran zu tun und die müssen wir jetzt hier auf der Karte irgendwo suchen. So. Bisschen heller. Irgendwo müssen die hier sein. Ich gehe mal zur Sauerstoffflasche und werfe dann einmal bei euch einen Blick in den Chat. Nur ohne Sauerstoffflasche ist... Ach guck mal, wir haben jetzt eine kleine Meldung gekriegt, dass wir bei der Hälfte sind. Also ihr müsst hier immer die Sauerstoffflaschen im Blick behalten. Okay, machen wir noch ein bisschen. So, ist voll. Ach, guck mal, so kann ich auch kurz auf Pause machen. So, hallo Buddy, hallo Knallerbse, Rolex ist dabei. Ist okay, schreibt ihr. Das Bild geht so, ja wunderbar. Ja, dann suchen wir jetzt mal diese Artefakte. So, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Aber irgendwo hier müssen die sein. Guck mal, da ist Geblubber. Das ist Geblubber. Ich guck mal eben. Oh, scheiße. Das spült. Guck mal, da ist auch Sauerstoff, glaube ich. Aber was ich jetzt mal gucken wollte, ist, können wir zumindest. Nee, guck mal, deutsche Untertitel gibt es leider auch nicht. Finde ich schade. So, da ist eine Höhle, wo anscheinend Wasserströmung rauskommt. Okay. Miguel installed a few O2 stations around the blue hole for you. He says you owe him a beer. Hier ist wieder eine Sauerstoffpulle. Okay, da werden wir wahrscheinlich nicht durchkommen, oder? Na, ich merke schon. Guck mal, da werden wir richtig zur Seite gedrückt. Das hat keinen Sinn. Guck mal, der gibt uns hier richtig Schwung. Da geht's nach oben. Guck mal, da oben ist noch so eine Lampe. Da wird doch bestimmt auch Sauerstoff sein. Vielleicht können wir da rein. That is the I-59.
an Imperial Japanese oh, guck mal hier, ein U-Boot. Presumed lost in the East China Sea during World War II. Krass. How did it end up here? Und da haben wir auch noch. Ja, wie ist dieses Schiff hier hingekommen, dieses U-Boot? Wir sind ja hier wie in so einem kleinen Vulkansee, sag ich mal. Hälfte Sauerstoff. Ach, guck mal, da ist auch so ein kleines Loch. Muss ich mal gucken, ob wir da reintauchen können. Erstmal. Voll. Kommen wir da rein? Oh, da kommen wir rein. Okay, okay, okay. Ja, hier muss doch schon fast so ein Teil sein, oder? Jo. Das. Bring it back to the gate, du bist gut. Oh, guck mal, hier können wir direkt hoch. Wo sind wir denn hier? Ach, guck mal, das ist einmal kurz zum Durchatmen. Aber wie hier Sauerstoff reinkommt, ist die andere Frage, ne? So, Sauerstoff ist wieder voll. Und wahrscheinlich den kleinen Weg wieder zurück. Da kamen wir her, ne? Guck mal, hier ist ein. So. So, nur noch die Tür finden. Ach, Taschenlampe. Können wir auch loslassen, ne? So. War das da lang? Ja, sieht so aus. Machen wir, Chef. Oh, sind uns runtergefallen. Okay. Einer noch. Sauerstoff geht noch. Also hier, das ist ganz nett gemacht, dass man es hier gucken kann. Ach guck mal, da sehen wir auch die Tauchtiefe. Wir sind gerade auf 41 Meter in der Tiefe. Ja, das Spiel ist ein bisschen im Store untergegangen, habe ich den Eindruck. Das haben, glaube ich, nicht viele auf dem Schirm. So. Je nachdem, wann ich heute mit dem Zocken fertig bin, hatte ich mir auch überlegt, dass wir eventuell noch ein bisschen quatschen können auf Discord. Also wenn ihr nachher im Anschluss Bock habt, dann werde ich wahrscheinlich noch auf dem Discord sein und wir können noch mal 10 Minütchen, Viertelstunde quatschen im Voice Chat. Und wie immer natürlich, wenn ihr eine Idee habt oder mal Lust habt, mich was zocken zu sehen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und dann spiele ich gerne auch euren Vorschlag. So, jetzt haben wir hier noch eine Luke, wo wir durch können. Da muss ja schon fast das zweite Teil sein. Oh, hier ist dunkel. Was ist das hier? Duster, ey. You're a scuba diver. A free diver. Was kriegen wir hier ein bisschen Story? Free divers don't use tanks or suits. We do something called breathing up that allows us to stay underwater longer. Mein Gott, ist das hier eine tiefe Höhle. Bin da bestimmt schon 5 Mal an dem Teil vorbeigeschwommen, oder? There should be another air pocket up ahead.
Scheiße, unser Sauerstoff ist schon nur noch auf Hälfte. Ah, da ist das Teil, da ist das Teil, aber jetzt ewig. There's the key. Good work, Ren. Now bring it back to the gate. Hurry. Ach, guck mal, hier können wir noch mal Luft schnappen, das ist gut. Guck mal, da seht ihr, unser Sauerstoffkringel füllt sich auf. Und dann müssten wir jetzt eigentlich damit die Tür aufkriegen, ne? Aber hier kommt man nirgendwo. Doch, da, warte mal, hier. Hier geht's doch noch lang, oder? Da müssen wir jetzt den ganzen Weg zurück tatsächlich. Hier, guck mal, da oben ist die Strömung. Ich glaube, ich weiß, wo wir auskommen. Ja. So. Nur gucken. Ah, das war das, wo. Genau hier waren wir doch gerade, wo wir nicht reinschwimmen konnten. Alles klar. Und nur den Platz finden. Pass auf, gleich kommt hier wieder meine Uhr und sagt mir: Trainingsring für heute geschlossen. Auch eine Frechheit eigentlich, ne? So, ach, das, man hat immer so ein ganz leichtes Piepsen im Ohr, wenn ein Viertel, die Hälfte und ein Viertel noch übrig sind. Also wenn drei Viertel übrig sind, die Hälfte und ein Viertel. Oh. So, Sekunde, bevor ich jetzt den Schlüssel dahin bringe, ich nehme jetzt noch einmal, mein Gott, komm her. Noch einmal Luft und dann gucke ich zu euch in den Chat. So, einmal schnell Päuschen. So. Guten Tag, Lady. Five Nights at Freddy's. Ja, da muss ich mal schauen. Five Nights at Freddy's in einem Livestream, das ist natürlich, da sterbe ich tausend Tode. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das ja zuletzt gezockt, als ich beim Doc die VR Family Show angekündigt, also beziehungsweise was heißt angekündigt habe. Ich habe da wie so ein kleines Vorprogramm gemacht. Boah, das ist eine Zumutung, dieses Spiel. Aber weiß ich, kann ich nicht versprechen, dass ich da zwei Stunden durchhalte. Deswegen, aber ich kann es mal ins Auge fassen. Ansonsten, was natürlich immer geht, ist sowas wie Slenderman. Ne? Habe ich ja hier in der Zockstube auch schon gezeigt. Slenderman ist natürlich auch immer, ja, intensiv. So. Ach, guck mal, jetzt kann ich das hier drehen. Ah. Okay. Harmonic pattern showing up on the scopes. McGill is running a modal analysis now. Hier scheint nichts zu sein. Also das Tauchgefühl ist hier echt der Wahnsinn. Also es ist auch echt so ein bisschen beklemmend, wenn man hier unter Wasser ist. Also die Stimmung, die kriegen die hier echt gut, rüber. Oh. Guck mal da oben, da können wir wieder auftauchen. Ach, ist nur mal zum Zwischenatmen. Da. Warten wir kurz. Gut. Und weiter geht's. Ups. Guck mal, hier sind auch überall so Zeichen. Er sagt, wir sind der erste Mensch, der hier jemals war. Dann frage ich mich, wer soll das denn hier gemacht haben? Ist ja Quatsch. Guck mal, da geht's weiter. Ihr könnt übrigens auch ohne diese. Oh. Ihr könnt übrigens auch ohne diese Schwimmbewegung das spielen. So, nein, wir gehen nicht zurück. Wir holen nochmal was. Luft. So. Keine Ahnung, wie weit der nächste Abschnitt ist. Deswegen immer mal durchatmen. Jetzt müssen wir gegen die Strömung, so wie das aussieht. Boah. Na komm! Oh, komm! Komm hier! Mein. Wir sind besser als die Strömung. So.
Hier sind wir da am Ziel. Weil sieht hier schon größer aus, ne? Okay. What is this? Okay, das ist sonderbar, wa? Oh. Alle drei Embleme touchen? Da ist noch eins. Das war doch auch das Symbol, was überall an der Wand war, ne? Oh, jetzt fährt's hoch. Können wir da nicht drauf? Was war das denn? Können wir da jetzt nicht drauf bleiben? Was ist das? Was ist das? Okay. Weird. Ich erinnere mich ganz dunkel, dass ich so weit im ersten Eindruck auch gekommen bin. Können wir da reinschwimmen? Hallo? Ne, können wir nicht rein. Try to match the symbols with the glyphs. Okay. Was müssten wir hier nochmal machen? Ach, guck mal, die können wir hier drehen. Warte mal, müssen wir jetzt... So, mit der Grab-Taste erstmal festhalten. Müssen wir es jetzt so drehen? Das ist so, ist das das Symbol oder? Ach ne, guck mal, der hat gerade geleuchtet. Das heißt, der ist richtig. Jetzt haben wir den hier vorne noch. So, das sieht aus wie dieses S, wie das da. Nächster an. Und das sind hier die da. Okay, Schwarzblende. Das sind wir anscheinend. Mhm. Okay, das war jetzt anscheinend so die Einleitung, oder was? Ach, die Story geht weiter. The doc thinks she comes from a lost civilization that predates. Okay. I just need to speak with my superiors. Wait. It's okay. Stay here, I'll be right back. I know how this sounds, but it's not a hallucination or PTSD or whatever. She's real. Can I see her? No. But please, just hear me out, okay? She's a link to something ancient and incredible. We had to bring her on board, and when we did, we discovered she was emitting some kind of homing signal. Okay, das Vieh wurde jetzt an Bord gebracht von der Triton. Ah, guck mal, oh. Da kommt eine große Welle. Auf das Forschungsschiff zu. Oh, Kacke. So, bevor es jetzt losgeht, schaue ich nochmal bei euch in dem Chat vorbei. Oh, ist gerade sehr spannend. Wir sind auf dem Schiff und am Absaufen, aber ich möchte trotzdem gerne bei euch mal vorbeischauen. Minigolf oder Blaston im Multiplayer? Ja, Slenderman, auch nice. Sehen so Schwimmbewegungen aus. Ich gebe alles. Bitte keine Witze. Mach dir mal Gewicht ans Handgelenk. Ja, sicher, die Qualle des Todes. Ja, Schweißperlen sind definitiv auf der Stirn. So, dann gucken wir mal, was hier gerade absäuft. Okay. Also hier ist gerade nicht so cool. Dr. Lindström! Wo denn? Okay, das Schiff macht gerade blub blub.
It was sinking fast. I knew I had to get out of there, but I needed to make sure the dock was all right. So I headed for the lab. Ah, da geht die Tür auf, okay. Oh nein. Können wir dem können wir die Tür klemmt, ist das bitter, Junge. Ja, was soll ich sagen? Auf Wiedersehen. War schön mit dir. Guck auf deinen Sauerstoff, du musst da rauskommen. Das ist hart, ne? Das ist schon hart, oder? Ja, er hat nicht auf seinen Sauerstoff. Oh, wir müssen auch. Damn it! Oh, guck mal, wir hören hier noch Leute schreien. Sauerstoff ist voll. Hier irgendwie rein? War das nicht so? Jo. Oh. Hallo, bist du Dr. Lindström? Können wir auch nichts mehr machen. Der ist auch tot. Der Hannibal Lecter. Ja. Oh. Sind schon Fische drin. Ach guck mal, hier haben wir Oxygen. Das ist ja praktisch. Boah, ist das bedrückend. Leute. Das scheint zu klemmen hier, ne? Verdammt, da müssen wir woanders lang. Können wir da lang? Ne, guck mal, hier können wir uns nur festhalten, aber aufkriegen wir die nicht. Keycard required. Müssen wir von dem Typen die Keycard holen? Hat der eine Keycard? Oh, guck mal, hier geht's noch lang. Ist das eine Keycard? Das scheint eine Keycard zu sein. Okay. And that's how you ended up with the doctor's keycard on your sleeve. And now I could access any secure area on the ship, including. Ach guck mal, da können wir es hinpacken. Dann haben wir jetzt hier die Keycard. Und die Story wird halt immer weiter erzählt. So sind wir jetzt an die Keycard gekommen. Guck mal, das jetzt. Jawohl. Oh, Fischlein, 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 Fisch. Oh, die sind ja nicht besonders. Wow! Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Alter, was ist jetzt passiert? Das war knapp, ey. Boah, mal einmal nicht drauf geachtet, ey. Bist du fast hier am Absaufen. Guck mal, eine Axt. Die hätten wir gerade gebraucht, ne? So no dog. And no Emmy either. I had to focus on escaping the boat. If Emmy could do it, so could I. Was ist hier? Ach guck mal, jetzt kann man damit Scheiben kaputt schlagen. So bekommen wir es hier auch irgendwie. Nein. Würde mich ja mal interessieren. Ne, du bist tot, ne? Würde mich immer interessieren, wenn wir jetzt schnell genug gewesen wären, ob der noch gelebt hätte. Oh, was ist das denn? Ach, das ist das Teil, was da auch mit auf dem Tisch lag. Hey, this is AJ. I'm recording this for my daughter, who... dumb. Keep going. Sophia, on the day you were born, your dad was stuck on a ship in the middle of the Indian Ocean. But even though he couldn't be there, he was thinking about you every second. I can't wait to meet you. Take care of your mom until I get back. Dad, you'll make sure this gets to them? Yeah, of course. Wieder voll? So, kommen wir jetzt da weiter oder müssen wir die Axt noch irgendwie... Können wir da irgendwie drauf einaxten? Nee. Aber wir können damit wirklich nur durch Scheiben. Wir müssen uns eine Scheibe suchen, wo wir weiterkommen, ne? Was ist denn? Ach, guck mal, hier unten ist ein Schloss dran.
Können wir das irgendwie kaputt kloppen vielleicht? Ja. Oh. Ich hätte vielleicht vorher noch mal... Oh, das Schiff wackelt, das Schiff wackelt. Ich habe die Axt verloren. Wow. Wieso ist der denn tot? Hier war doch Luft. I saw friends. AJ. Who loved to bluff at poker, but sucked at it. Okay. Miguel. The tough guy who turned into a teddy bear whenever he talked about his daughters. Ja, geil. Jetzt habe ich die Axt verloren. Jetzt müssen wir nochmal zurück, weil wir da ein Fenster einschlagen müssen. Ist das doof. Okay, okay, okay. Aber muss ja irgendwo auf dem Weg sein. So, voll. Dann geht es jetzt nochmal zurück. So, wo haben wir denn verbaselt? Sind wir daher gekommen? Wo ist denn? Unsere Taschenlampe ist auch weg. Oh, da kommen wir nicht lang. Da hat es unter Wasser gebrannt. Der Wasserbrand. Oh, ich sehe hier echt nichts mehr, ne? Kommen wir jetzt dahin nicht zurück? Oh, wirklich die Scheiße. Habt ihr es gesehen? Das Wasser steigt. Ich glaube, wir saufen jetzt. Oh oh. Jetzt müssen wir mal schnell hier. Alles nur, weil wir die Axt vergessen haben. Bin mal gespannt, wo dann der Safe Point ist, wenn wir hier gleich. Ja, scheiße. Ja, verdammt. Ich glaube, wir sind auch noch. Wir sind erstickt verbrannt. Beides. So, wo starten wir jetzt? Okay, wir sind hier. Immer noch ohne Axt. Die Axt haben die uns jetzt hier nicht mitgespawnt oder so. Vielleicht hätte ich mich auch einfach mal umschauen müssen. Ja, cool. Sauerstoff geht schon wieder zur Neige. Ich glaube, wir müssten mit der Axt da die Fenster einschlagen. Ich versuche noch mal, ob wir da... Geh mal zur Seite hier. Versuchen wir da noch mal durchzuschwimmen. Ja, guck mal, da verbrennen wir. Da können wir auch nicht lang. Brauchen wir da die Axt? Oh, vielen Dank. Vielen Dank, Marco, für deine Spende. Das ist wirklich klasse. Vielen, vielen Dank. Da war doch eine Axt an der Säule. Wo war eine Axt an der Säule? Bin ich blind? Ah, yo, hast du recht. Vielen Dank. Oh Mann, ey. Ah, oh, da können wir da vorne können wir Luft holen. So, where did you go from there? I needed to get to the stairwell. Gut, gut. Vielen Dank für den Tipp, hat sehr geholfen. Jetzt gerade auch nicht weiter. Ja, so, dann müssen wir mal da vorne. Ich habe da eine Tür gesehen. Oder da unten könnten wir auch noch lang, wenn die Tür jetzt hier nicht funktioniert. Ne, klemmt. Dann vermute ich mal, müssen wir hier unten lang. Oh ja. Mein Gott, hier alles kopfüber, alles kaputt. Hier durch. Hier ist das die Tür von der anderen Seite, ne? Ja, da sind wir jetzt durchgetaucht. Oh, jetzt müssen wir hier. Alter,
Ist das hier eine Strömung? Sag mal, ist doch nicht normal. Boah, also ich brauche mal eben Platz hier. Was willst du? Mich verarschen, oder was? Alter, was ist das denn? Da kommst du ja gar nicht gegen an. Alter, boah. Gibt es denn noch irgendwie eine andere Lösung? Also wir ersticken jetzt. Ah, nein. Nein, da oben war es doch. Scheiße. Okay, ich habe eine Idee, was wir machen können. Wir gehen einfach da oben durch. Nur Blödmänner würden versuchen, da lang zu schwimmen. Oh nein, hier ist nur zum Durchatmen. Wir müssen da echt lang. Oh, Kacke. Willst du mich verkackeiern? Ist das hier ein Knopf? Nee. Ich kann da nicht lang. Das geht nicht. Ihr habt das gesehen, oder? Oh. Oder vielleicht hier, guck mal. Ganz auf dem Boden vielleicht? Oder vielleicht immer so, wo die Strömung gerade nicht ist? Na hier, da in die Nische hier rein, so. Boah. Das gibt's doch nicht. Boah, ich hau hier schon gegen den Schreibtisch, ey. So. Willst du mich denn verarschen? Das kann doch nicht sein. Ey, sind die doof? Vielleicht an den das ist eine Idee. Langhangeln statt schwimmen. Probiere ich mal. Ja, funktioniert besser. Mein Gott, ohne euch wäre ich hier völlig aufgeschmissen. Bloß nicht loslassen. Oh, das war der Tisch. So. Wo sind wir jetzt hier? Kann ich hier noch irgendwelche? Das ist gut, wenn man im Wasser ist und hier noch so Elektrosachen spinnen. So, da könnte ich jetzt einen Hebel umlegen. Is someone there? Doc, you're alive. Oh, thank God. Where are you? On the bridge. You okay? Well, it is wet and cold. Nora controls are on the roof, but the door is holding, so I'm safe. The power just came on. I assume that was you. Yeah. I'm trapped behind the watertight door on B-deck. Oh, I should be able to unlock that for you. Just give me a moment. I need to stand on my tiptoes and... done. Thanks, Doc. Have you seen Amy? She wasn't in the lab. What about the rest of the crew? Did they all get off okay? AJ's gone. Miguel. Chen. Alle tot. Others. We need to focus on getting off the boat. We'll get through this. I'm going to head for the stairwell. Yes, go. I will be on this channel. Okay. Jetzt haben wir Licht angemacht anscheinend. Das ist schon mal gut. Aber mit Licht siehst du einfach mehr, ne? So, da geht's lang. Guck mal da, alles versperrt, dann schwimmen wir drunter her. Sicherheitskarte. Mal kurz Luft schnappen. Ah, das geht nicht, wa? Nee. Wasser schon zu hoch. Hier waren wir doch gerade, oder nicht? Vielleicht geht jetzt die Tür auf.
Ne, das war's. Ah. Jetzt, weil Strom an ist, geht der hier bestimmt, wa? Jawohl. Ja, das wird Zeit. Ist kein Problem. Okay, müssen wir uns wieder hangeln. Jetzt haben wir aber gar nicht mehr so viel Zeit, weil uns nämlich ein bisschen die Luft ausgeht. Oh, hier sind wieder viele Tote. Boah, okay. Okay, haben wir Tote. Können wir wieder schwimmen. Okay, Tür. Klemmt. Ja, dann holen wir noch mal Luft und dann müssen wir wahrscheinlich hier im Treppenhaus nach unten. Ach du Scheiße, jetzt. Das Wasser steigt natürlich wieder, dann schwimmen wir nach unten. Okay, da können wir nicht durch. Hier sind wir gerade hergekommen. Wo ging denn die Treppe hier hin? Das muss doch jetzt hier aufgehen. Nee, das soll nicht. Wir saufen doch jetzt schon wieder ab, weil wir hier nicht weiterkommen, oder? Oder können wir da unten das abstellen? Ah, guck mal, hier ist ein Hebel. Ja. Okay, okay, wir bräuchten jetzt... Ah, Sauerstoff. Ganz ruhig. Atmen. Ja, wie gefällt euch das Spiel? Schreibt es mir mal, ich bin da echt interessiert dran, wie ihr so dieses Spiel findet, gerade für die Oculus Quest. Ach guck mal, da haben wir wieder eine Taschenlampe. Dankeschön, du brauchst die, glaube ich, nicht mehr. Kommt da noch was? Vorsichtig sein, Sauerstoff geht uns wieder aus. Hier scheint gerade nichts Wichtiges zu sein. Hier ist wieder alles versperrt, dann schauen wir mal da drüben. Sauerstoff haben wir noch. Atmen wir nochmal durch. Am Anfang dachte ich, was weiß ich, wie lange wir mit dem Sauerstoff auskommen. Nee, das ist nicht so. Ist dann doch relativ schnell verbraucht. Übrigens das Spiel 14,99. Falls ihr euch dafür interessiert. How's it going, Ren? Feel very cut off. Der Opa erzählt weiter, das heißt, wir sind but wahrscheinlich richtig. Watching from the window as Rome burns. You must live, Ren. Whatever it takes, just live. Ach guck mal, das ist wieder eine Kassette. How do I turn it on? It's on, it's on. Okay. Ganz schnell wieder zum Sauerstoff. Da können wir immer noch nicht durch. Boah, ich vergesse hier echt, wo ich gerade im Raum bin. Ey. So häufig wie bei dem Spiel bin ich ja lange nicht mehr gegen den Tisch geknallt. So. Haben wir hier irgendwie einen Hebel, wo wir das ausstellen können, dass wir da weiter schwimmen können? Guck mal, hier haben wir so
irgendwas hier. Ne, ne, da können wir auch nicht dran drehen oder so. Kann man nicht lang, vielleicht kommen wir, vielleicht war es doch hier gar nicht so verkehrt. Ach, guck mal hier. Da ist nochmal Sauerstoff und Strömung. So, jetzt gucke ich aber nochmal bei euch im Chat. Ach Gott, wo bin ich denn? Da, okay. Hallo Alex. Ja, das ist wirklich, hier die Orientierung zu behalten, ist wirklich schwierig. Exorzist, okay, nehme ich mal mit auf. Ich hatte ja auch mal vor, sag schnell, Face Your Fears 2 zu spielen. Und nächsten Monat kommt das Spiel von dem Macher von Dreadhorns raus, Cosmo Dread. Ich denke, das ist auch was für ein Livestream auf einem verlassenen Raumschiff. Okay, dann machen wir mal weiter. Das Schiff sinkt schnell, wir müssen Gas geben. Wow, 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 wow. Nein! Wir wurden erschlagen von dieser Rolle. Verdammt. Wir wären hier niemals lebend vom Schiff gekommen. Mal gucken, wo der Safe Point ist. Ah, okay. Ein humaner Safe Point. So, hier die Dinger kommen. Pass auf, ich hab oh. Na komm, hier. Bleib hier drin. Gut. Mein Gott. Oh nee. Wie viele von den Dingern kommen denn noch? Das gibt's doch nicht. Okay, also müssen wir uns darauf gefasst machen, dass sie uns andauernd entgegenkommen und nicht nur kurz. Okay. Dann kommen wir hier immer schön nischen. So. Für den zweiten haben wir da unten die Boden. Genau hier, schön bleiben. Kopf einziehen. Nein! Oh. Blöd. So. So, Nummer 1. Oh Mann, das war die Wand. Okay. So, jetzt aber. Okay. Jetzt nicht noch einer. Ne, scheint geregelt zu sein. Nochmal Sauerstoff bitte. Ah, da vorne sehe ich es. Ja, bevor es jetzt hier. Oh, hinter uns fängt es an zu brennen. So. Ich glaube, da vorne müssen wir gleich durch die Tür. Okay. Können wir hier noch einen Hebel umlegen? Guck mal hier. Scheint so semi-gut zu klappen. Da könnten wir jetzt auch noch lang, aber ich gucke jetzt erstmal, da vorne war auch noch eine Tür. Zurück können wir auf jeden Fall auf keinen Fall. Hier sehen wir noch so gerade eben. Ne. Hakt, dann tanken wir so einmal Sauerstoff auf und dann müssen wir da vorne lang. Okay. Da oben.
Oh, wir brauchen wieder eine Axt. So, wo haben wir? Wir brauchen mal wieder eine Säule. Habt ihr wahrscheinlich schneller gesehen als ich. Oder Teil wieder ist. Wo ist die scheiße Axt? Und der geht hier nicht. Also irgendwo muss hier eine Axt sein, damit wir das da oben aufkloppen können. Hier drin irgendwo an der Wand. Aha. Hier, das ist hier die Scheiße. Das kriegen wir nicht auf ohne Wumms. Aber ich sehe hier tatsächlich gerade nirgendwo eine Brechstange. Oh. Ja, komm. Ich hab sie. Da lag sie am Boden. Wir haben Universalschlüssel gefunden. So. So. Ich hätte das Ding ist jetzt nicht gerade offen. Wir sind jetzt so wie es aussieht in einem Aufzug. Können wir das hier irgendwie aufmachen? Ach guck mal, wir können es aufschieben, alles klar. So. I'm so turned around. It's okay, just keep heading up. Or down. You? You know what I mean. Ja, also hier hat man wirklich mit der Orientierung, man hat, also das Spiel gibt einem so ein bisschen das Gefühl, als weiß man nicht mehr, wo es nach vorne oder nach hinten geht. Aber ehrlich gesagt, das ist hier relativ linear und man kann sich eigentlich gar nicht verlaufen. Man wird, wenn man Rätsel lösen muss, immer auf einen relativ kleinen Platz gefercht, sodass man sich auch nicht tot sucht. Finde ich gerade relativ angenehm, muss ich sagen. Guck mal, haben wir hier einen Motorgenerator oder was? Guck mal, hier können wir ziehen. Okay. Generator gestartet, haben wir wieder Licht. Der läuft. Hier kommen wir nicht weiter. Können wir nochmal ziehen oder ist das jetzt? Ja, ne, der läuft, ne? Hier irgendwelche Knöpfchen. Ne. Alles tot. Vielleicht können wir jetzt mit dem Aufzug fahren, wenn Strom an ist. So, Tür ist zu. Energy. So, da vorne ist hier noch so ein Türöffnungsding. Vielleicht funktioniert das jetzt. Ne. Funktioniert das nicht.
vielleicht wieder, wenn wir jetzt hier runterschwimmen. Sein, dass wir hier durchkommen, nur weil da Strom drauf ist, oder? Ne, hängt immer noch. Der Sauerstoff schaffen wir noch bis nach oben. Oder so. Das ist die Keycard. Kann man hier noch irgendwo hin? Ah, guck mal. Irgendwas zu bedienen. Nicht, ne? Den Generator drücken, der ist ja auf On. Da sind irgendwelche Hebel dran. Ne, da kann ich sonst nichts mehr machen. Den konnte ich nur anmachen. Ach, guck mal, eine Kassette wahrscheinlich. Research log, day, day. I've lost track. We've been following this signal from Amy for 2 months now. And I'm starting to feel like John Franklin, leading my crew on a doomed expedition. Maybe this signal is nothing, just sensor noise. The crew's on edge. I just broke up a fight between Miguel and AJ. Too many days stuck on the same ship with the same people. I hope we find something soon. Hm. Und jetzt? Leute? Ich habe alle Hebel umgelegt, die irgendwo gingen, aber... Das Ding geht ja auch nicht auf. Gucken wir eben zu euch im Chat. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. So. Ja, der Game Designer Jörg hat da überall Wasser, Sauerstoff hingehängt. Nico, hallo. Ja, der kommt, der Kroktopus, der kommt noch. Oder der Krokosaurus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier zurechtkommen. Stelle ich mich jetzt hier gerade blöd an? Oder musste ich dieses Tagebuch noch finden, damit jetzt da vorne die Tür aufgeht? Wäre zwar auch ein bisschen komisch, aber Hauptsache, wir kommen jetzt gerade weiter. Ne, guck mal, die Tür, die hakt, definitiv. Also definitiv und absolut. Können wir jetzt auch nicht mehr auf Off oder so. Ne, hier waren wir ja auch schon. Mal alles am Boden absuchen. Ne, hier ist auch nichts, ne? Okay.
Hier. Wir mussten Strom machen. Ich weiß schon, wir müssen hier wieder durch den Lüftungsschacht. Jawohl. Hey Doc, you still there? Yes. Did you fight more survivors? Not yet. I see. We all knew something like this could happen. What was that saying you used to quote? But that's not what ships are built. Wie lange müssen wir da hinten hin? Wie, jetzt komme ich hier nicht weiter, weil ich hier nicht schwimmen kann? Ist das so ein Witz, oder? Okay, wir müssen zurück ins Wasser. Wir können ja auch nicht robben. Wir können nur robben, wenn da Wasser ist. Oh, da kommen wir jetzt auch nicht zurück. Also wir müssen da lang, so wie es aussieht. Guck mal, hier wurde jetzt dicht gemacht. Da kommen wir nicht zurück. Da brennt es jetzt. Ah, so. Okay, das war, weil ich die Taschenlampe in der Hand hatte. Okay, jetzt können wir hier lang robben. Da geht es nicht lang, dann hier lang. Ah, da geht es runter. Ach du Scheiße, jetzt dürfen wir es nicht fallen. Oh ja. Und ich sag's noch. I'm fine. Ah, guck mal, hier haben wir wieder Sonntag. Ja, 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 wir sind ja vorsichtig, Typ, ey. Seinen dämlichen Ratschlägen, ey. Geh auf. Geht der nicht auf? Ja, komm mal. Oha, da ist Druck auf der Tür. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass ich die öffne, dann ist hier gleich direkt alles unter Wasser. Aber wir machen das jetzt. Genau. So, langhangeln. Ja geil, und durch die Tür kommen wir nicht mehr, weil hier alles zu ist. Oder kommen wir hier unten lang? Ganz unten drunter lang. Ja, ja, nee. Oh, jetzt bin ich außerhalb meines Guardians. Können wir hier. Alter. Jetzt kommen wir hier nicht mal lang, oder was? Ich bin doch hier schon fast. Komm, komm, ich duck mich. Nee. Jetzt komme ich hier aber auch nicht mehr zurück. Ich bin festgeklemmt. Nee, hier komme ich nicht lang. So, jetzt Nerven bewahren, da kommen wir nicht lang. Da. Okay. Kriegen wir da noch ein Schlückchen Luft? Ein Schlückchen Luft! Okay, jetzt wird's knapp. Sauerstoff. Nein. Lass doch los. Oh, ich will meinen, das war knapp. So, dann sind wir mal voll und ich gucke wieder bei euch in den Chat. Nee, was ist passiert? Warum sperrt da wer wen? Ich muss mir das nochmal anschauen. Irgendwie, ich hatte da ja mal diesen Streambot eingestellt und das soll ja eigentlich nicht sein, dass da irgendwas gesperrt wird.
Da muss ich mir das nochmal angucken. Aber eigentlich habe ich dem Streambot gesagt, dass er da nichts machen soll. Ich muss nochmal gucken dann in meinen YouTube-Einstellungen, ob da irgendwas nicht stimmt. Gut, dass du das schreibst, sonst kriege ich das ja gar nicht mit. Aber hier geht schon wieder nicht auf, ey. Wer hat denn die Scheiße hier gebaut? Irgendwo muss hier wieder eine Axt sein. Eine gute Idee und ist sauerstofflos. Das ist auf jeden Fall, ja, hier ist noch eine Kassette. Doc, I'm leaving you this message to remind you to please stop leaving these things all over the ship. I don't want to have to go on a scavenger hunt every time I need to check our notes. Seriously, I found this in the ship's head. Oops. Ja, komm. So, auf. Ach, und wieder Sonntag. Okay. Los. Sogar mit ein bisschen Strömung. Sehr schön. Oha. Ist irgendwie, als wenn man hier gerade im Klo runtergespült werden. So. Oh, yeah. Chief Warner was hiding a bottle of scotch on the bridge. I wanted to raise a toast to the brave crew of the Trident. One equal temper of heroic hearts made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find. Okay. Ich schätze mal, wir müssen hier lang. Da ist wieder so ein Keycard-Ding. Ich weiß auch gar nicht, wo wir gerade sind. Das scheint hier irgendwie ein Hangar zu sein. Irgendwie sowas. Okay. Ja, ist offen. Aber es hat vorne. Oh. Oh. Das Teil, hier ist ein Kran. Wo können wir den Kran bedienen? Nur das Teil zur Seite ziehen lassen, dass wir da durch die Tür kommen. Okay, Sauerstoff. Voll, okay. Oder muss ich da drauf axten? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Das war so ein fettes Teil. Ich glaube, wir müssen den Mechanismus betätigen, aber probieren wir es mal. Unmöglich ist es nicht. Ne, guck mal, reagiert gar nicht drauf. So, wir müssen das Teil hier irgendwie, das Teil hier irgendwie wegbewegen, damit es das da wegzieht. Aber wo? Ach, guck mal hier. Ja, ich würde mal sagen, Plan funktioniert. Selten genug, aber diesmal hat er funktioniert. Wo sind wir denn jetzt? Oh, ein großer Raum. Hä? Hä? Was ist denn? Thank you.
Eine Bratpfanne? Backt das hier gerade ein bisschen? Was soll das? Wo sind wir hier? Das ist doch, hier fehlt doch gerade irgendwie Textur oder so. Oder ist das jetzt gerade, soll das so sein? Was ist das hier? Oh nein, er opfert sich, um uns zu retten. Aber wo geht's denn da jetzt hin? Ich sehe, das ist doch hier. Okay. Das war jetzt gerade ein Fehler im Spiel, definitiv. Wir sehen die ganzen anderen Räume von außen, als wären wir gar nicht mehr. Da, guck mal, da ist das Vieh. Oder soll das so? Ich. Noch eine Kassette. Research log day 67. We are so close to the source of the signal. Unfortunately, we had to cancel our test today because a class 3 storm blew in out of nowhere and what now? Get me to the bridge. Leute, ich weiß gerade echt nicht, was das ist. Wir sehen hier irgendwie die ganze Triton. Von außen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier so soll. Oder sind wir jetzt hier gerade? Guck mal, jetzt sind wir hier wieder in dem Teil. Jetzt sind wir hier wieder drin. Das ist doch ein Fehler im Spiel. Wisst ihr, was ich jetzt gleich mal mache? Ich lasse mich ja mal absaufen. Na, ich glaube, das ist das Beste. Komm, lass uns einmal absaufen und hoffen, dass das dann richtig lädt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier richtig ist. Hallo, Mr. Sir Captain, welcome back. Und die Stefanie, hallo. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Und ja, wenn wir jetzt, bis wir jetzt gleich ertrunken sind, ja, wenn euch dieses Let's Play und das Game gefällt, schreibt es mir nochmal in den Chat und denkt an das Däumchen nach oben. Ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und für Vorschläge, was ich denn in der nächsten Woche zocken soll, bin ich sehr, sehr dankbar. Also auch das gerne schreiben. Ich vermute, das soll das Schiff von außen sein. Na komm, mach blub blub. Gefühlt ging das sonst immer schneller, wenn man es nicht mutwillig wollte, ne? Escape Kitchen. Also wir sind anscheinend in der Küche und müssen ein Fenster einschlagen. Aber wie sollen wir das tun, wenn wir das Fenster nicht sehen? So, okay. Okay. Jetzt sehen wir nicht, das war der Raum, wo wir gerade waren. Nee, da müssen wir lang, ne? Stop. Keep going. Keep going, keep going. Ich weiß nicht mal mehr, wo wir gerade. Ach, ohne Scheiß, das war die Tür gerade. Das war der Raum, wo wir waren. Gibt's ja nicht. No. Hurry, Doc. Das
Da können wir ja lange probieren. I can open all the doors at once. The bridge will be flooded. No, I'll find another way. How? I'll figure it out. Just don't do anything, okay? Doc, did you hear me? We will find a way out together. Goodbye, Rin. No, Doc! Doc! Okay, die Tür geht jetzt auf. Okay, und so sieht's dann eigentlich aus, Leute. Gut. Ist ja auch skurril. Oh, guck mal, da kommt eine riesige Welle. In die Fresse. Okay. Okay, jetzt los. Reach the engine room. Guck mal, hier ist halt viel. Okay. Engine Room da lang. Sauerstoff, wichtig. Okay. Engine Room ging hier lang. Alter, ich konnte mich noch mal gerade wo festhalten. Da ins Feuer sollte man natürlich jetzt nicht nach Möglichkeit, ob wir hier lang können. Also wir werden jetzt hier ordentlich gespült. Okay, das ist der Engine Room. Oh, da oben, Vorsicht mit dem Kopf. Was müssen wir jetzt hier machen? Da sind wir reingekommen. Da können wir. Okay. Kommen wir nicht so einfach lang. Okay, da kommen wir hoch, wa? Ja, hier kommen wir die Treppe hoch. Oh, Scheiße. Erstickt, Scheiße. Mann, Mann, Mann. Einfach abgesoffen. Mein Gott, ich sehe das hier gerade im Stream. Das sieht ja schrecklich aus. Wie ich hier am Paddeln bin. Ich entschuldige mich. Das ist nicht schön. Wo war die Treppe? Da war die Treppe. Okay. Also ich habe auch den Eindruck, je stärker man paddelt, desto mehr Sauerstoff verliert man. So, jetzt fallen wir runter, dann steigt das Wasser. Komm, 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 komm. Wieso bin ich denn jetzt tot? Wieso bin ich denn jetzt tot? Also es ist auf jeden Fall die Turbine, die drückt uns ordentlich zu Boden. Da oben. Und ich wollte jetzt so an der Seite da lang, aber irgendwie... Ach, guck mal, da ist ein Hebel. Ah, da müssen wir gleich hin, dann können wir den Hebel ausmachen. Dicht machen, muss man auch erstmal hinter. Okay. Jetzt sind wir nicht runtergefallen, ist auch gut. Machen wir den Hebel einfach so runter. Dann können wir hier durch. Oh. Oh, hier bricht gerade alles ein bisschen zusammen. Thank you.
glaube, hier lang ist ganz gar nicht schlecht. Ah, das ist halt viel. Nein, nein. Oh, die Tür, die ging jetzt aber zu, das ist aber ganz schön knapp. Ich schwimme dem Vieh hinterher, oder? Okay, wir hören jetzt. Wir hören das Vieh. Da. Da. Nein! Was ist das denn für ein Arschvieh? Hier sterben wir doch drin. Oder? Ja klar, was ist das denn? Das hat uns das. Das ist arschig. Das ist richtig arschig. Scheiß Vieh, ehrlich. Eine Flasche reinwerfen oder so? Oh, guck mal her, Tatsache. Ah, okay. Oh, jetzt sind wir. Oh, wir sind draußen und das Schiff sinkt. Oh, guck mal, da unten sind diese Riesen und jetzt. Oh, dieses Riesenzeichen. Ja. Also Triton Down trifft es ja wohl schon ziemlich genau. Escape the ship. Ich kann hier gerade nichts machen. Hat das Vieh uns jetzt gerade fertig gemacht? War das verantwortlich dafür? Ich kann hier gerade, wie gesagt, nichts machen. Ja, dann gucken wir uns mal an, was da abgeht. Aha. Wir schwimmen nach oben, delfinartig, wie man gerade auch schon hier gesehen hat, wo ich gepaddelt habe. Das ist sehr delfinartig, wie wir uns fortbewegen. Ja, und das war, glaube ich, dann das Game. Ja, wir sind bei den Credits und das ist ja Freediver Triton Down auf der Oculus Quest. Ich komme jetzt noch mal kurz zu euch in den Chat. Und schau mal, was ihr noch so zu dem Spiel zu sagen habt. Also wenn ihr jetzt noch irgendeine Frage habt oder so, dann schaut doch, dann schaue ich jetzt gleich mal kurz in den Chat. Wir schließen das Ganze jetzt mal und ich nehme das Bild mal weg. So, dann komme ich jetzt mal zu euch. So. Ja, herzlichen Glückwunsch, Hoshi. Hör mal, ich habe dir zwar vorhin schon per WhatsApp, aber jetzt hier auch noch mal im Chat alles Gute zum Geburtstag. Ja, das ging ja flott. Ich guck mal, wir haben jetzt anderthalb Stunden für das Spiel gebraucht. Das Spiel kostet 14,99 und also ich muss sagen, es war jetzt gerade sehr intensiv. Also es war ein sehr intensives Game. Und es ist wirklich schweißtreibend. Also auch dieses ganze Gepaddel und man ist in dieser bedrückenden Situation dann doch die ganze Zeit drin. Ich wusste, dass das Spiel relativ kurz ist. Die Rezensionen haben so von einer Stunde bis zwei gesprochen. Sind wir jetzt genau zwischengelandet, ne? Und ja, finde ich, also mir gefällt das Spiel richtig gut und mich würde es mal interessieren, wie ihr denn das Ganze findet. So, der Hoshi übrigens auch ein super geiler VR-Kanal. Unbedingt vorbeischauen. Und ja,
wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit und würde jetzt gerne zu euch noch ein bisschen in den Discord, in den Voice-Chat kommen, um da ein bisschen zu quatschen. Wenn ihr Lust habt, ich habe gesehen, der Repu hat jetzt gleich eine Premiere, da spielt er mit der Leni und ich glaube, der Buddy ist auch mit dabei. Phasmophobia, Repu, wenn du magst, dann poste doch gerne mal den Link zu dem Livestream. Vielleicht haben die ein oder hat die ein oder andere Person Bock jetzt auf ein bisschen Horrorschocker. Bitte feuern den Bot. Ja, ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht, was der macht. Der Bot, der ist eigentlich deaktiviert. Ja, der Hoshi, der schimpft richtig schön auf seinem Kanal. So, Leute, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann kommt doch jetzt auf den Discord der Zockstube. Findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem empfehle ich euch meine Playlist mit allen Livestreams, die ich hier in der Zockstube gemacht habe. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und da habt ihr halt Gameplays zu allen möglichen Games, auch ein bisschen ausführlicher als in meinen ersten Eindrucksvideos. Und natürlich bedanke ich mich jetzt auch schon mal, ich habe es natürlich wieder nicht mitgekriegt, bei allen, die mir heute was gespendet haben. Vielen Dank, Leute. Ich gucke mir das auf jeden Fall gleich nochmal an, was bei Tippy Stream oder hier im Superchat reingekommen ist, was vielleicht an mir vorbeigegangen ist und werde da nächste Woche nochmal drauf eingehen. Bis dahin, schreibt mir doch bitte in die Kommentare oder sagt mir jetzt gleich vielleicht auf Discord, was ihr euch mal als Livestream wünscht. Ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute. Bis gleich. Kommt in Discord. Ich bin jetzt gleich da. Ciao, ciao.